Hallo und willkommen zu einem kurzen Video über FSUIPC. Die meisten Flugsimulator-Piloten von euch werden wohl nicht wissen, was FSUIPC ist, aber wahrscheinlich werdet ihr es installiert haben, weil irgendein Add-on von euch das FSUIPC braucht. Also FSUIPC ist ein Add-on für den Flugsimulator FSX oder FS9 oder auch FS2004, das es ermöglicht, Werte aus dem Flugsimulator von einem externen Programm auszulesen. Ihr könnt euch FSUIPC hier runterladen, ist kostenlos. Am Ende der Installation werdet ihr gefragt, ob ihr eure Version registrieren wollt. Das müsst ihr nur dann machen, wenn ihr es gekauft habt. Das müsst ihr aber nicht unbedingt kaufen. So. Was kann man mit FSUIPC machen? Naja, zum Beispiel das hier. Da ist einfach mal so eine Meldung aufgetaucht und die dürfte nach 15 Sekunden wieder verschwinden. Na. Jetzt ist sie wieder weg. So, wie habe ich das gemacht mit FSUIPC? Ich gehe dazu mal ganz kurz in das Programm, womit ich das gemacht habe. Das ist NetBeans. Dazu braucht man Programmierkenntnisse, wenn man FSUIPC wirklich verwenden will. Also wir haben unseren Flugsimulator, da ist FSUIPC drin und FSUIPC ermöglicht es, dass unser Programm mit dem Flugsimulator kommuniziert. So, das Programm, das ich hier verwende, heißt NetBeans. Das müsst ihr euch nicht unbedingt runterladen, wenn ihr keine Programmierkenntnisse habt, denn sonst könnt ihr damit nichts anfangen. Ich habe das hier mal eben in Java gemacht. Wir öffnen zuerst eine Verbindung und dann schreiben wir unsere Meldung hier rein, und zwar in das Offset 3380, da komme ich später noch zu, und dann schicken wir das Ganze ab und schließen die Verbindung wieder, und dadurch entsteht dann diese Meldung hier. Falls sie nicht verschwinden sollte, kann man die hier einfach wieder wegklicken. Zack. So, was können wir jetzt mit FSUIPC machen? Aushalt, Meldungen senden. Wir können Offsets lesen und schreiben. Was sind Offsets? Naja, das sind Werte vom Flugsimulator. Ich habe hier meine Offset-Liste aufgemacht von FSUIPC. Da sind alle Offsets, die man mit FSUIPC hat, aufgelistet. Und wie man sieht, ist das eine richtig lange Liste. Also, die ist richtig lang, die Liste. So richtig lang, wie man vielleicht hier an dem Scrollbalken sieht. So. Und jetzt können wir mal nur so zum Testen ein paar Offsets auslesen. Das könnt ihr selber auch machen, wenn ihr Programmierkenntnisse habt. Dann könnt ihr euch auf shirati.com/dawson könnt ihr euch das SDK hier runterladen. Und dann könnt ihr damit auch Offsets auslesen. Das gibt es in allen möglichen Programmiersprachen. Zum Beispiel hier .NET-Sprachen, C, C-Sharp, Delphi, Java. Java verwende ich jetzt hier. Alles mögliche, Visual Basic und so weiter. Und dann bekommt ihr eine DLL und die müsst ihr laden. Und mit dieser DLL könnt ihr dann was auslesen. So, ich kann das hier mal ändern. FSUIPC Verbindung. Okay, oder irgendwas. Und dann können wir jetzt was auslesen. Zum Beispiel, was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir einfach mal die Geschwindigkeit. Dazu gebe ich mal hier in die Suche ein. Also ich drücke Steuerung und F in den Browser oder Adobe Reader oder jetzt hat auch immer ihr eine PDF öffnet. Dann gebe ich hier mal IAS für Indicated Airspeed ein. Findet dann zwei Dinge. So, jetzt sieht man hier Offset 02BC. Das kopiere ich mir mal. Dann füge ich das hier ein. IAS Doppelpunkt plus FS.getInt 0x davor, weil das hexadezimal ist. Jetzt müssen wir noch was beachten. Hier steht mal 128.
Das heißt, wir müssen das Ganze durch 128 teilen. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier durch 128 0, damit das eine Kommazahl wird. Jetzt kommt hier 104,6 irgendwas raus. Überprüfe ich das mal. Das sieht nach 104, irgendwas aus. Hat also funktioniert. Kann ich noch ein anderes Beispiel machen? Zum Beispiel zum Bleistift. Die Höhe. Dazu gebe ich einfach mal Altitude ein. Und die Höhe über Grund, das will ich nicht so gerne. Blablabla. Altitude in Meters. Hier wird mir empfohlen, das Offset 60-20 für eine einfachere Umkonvertierung zu verwenden. Suche ich mal danach. Und jetzt greift er hier auf GPS zurück. Kopiere ich mir das mal. Setze das hier ein. Altitude höher. Ziehe ich das hier weg. Und das Ganze ist kein Integer mehr, sondern ein Double. Deswegen schreibe ich hier noch Double hin. Zack. Das Ganze ist jetzt in Metern. Hier kommt 609 raus. Wir sind 2000 Fuß hoch. Das passt ungefähr. Ich kann das nochmal konvertieren. Dann nehme ich das mal 3,2 rechne. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die exakte Umrechnung in Fuß. Ja, ungefähr stimmt das. Man kann nicht nur lesen, man kann auch schreiben. Also die Meldung, die hier oben steht, das ist dann ein Schreibvorgang. Also die Meldung, die hier gerade verschwunden ist, das ist ein Schreibvorgang. Und man kann auch lesen. Und wie gesagt, mit FSUIPC kann man halt eine Menge Sachen aus dem Flugsimulator auslesen, vorausgesetzt man kann eine Programmiersprache, die davon unterstützt wird. Man kann nicht nur auslesen, man kann auch schreiben, man kann damit auch einige witzige Sachen machen, man kann sich teleportieren, indem man einfach die Koordinaten des Flugzeugs setzt, man kann Schubumkehr in der Luft geben, man kann Autopiloten schreiben und so weiter und so fort. Also das war ein kleiner Einblick in FSUIPC. Also wenn ihr eine Programmiersprache könnt, zum Beispiel Java, dann programmiert das mal aus. Ihr könnt euch auf shirati.com das SDK runterladen und dann halt ja Werte aus dem Flugsimulator über die Offsets auslesen. Also bis dahin, viel Spaß mit dem Flugsimulator.